Ja, und damit willkommen zurück zum Flughafenfeuerwehrsimulator mit mir, dem Niklas. Ja, in der letzten Folge war wirklich richtig viel los. Wir hatten irgendwie vier, fünf Einsätze direkt hintereinander, also wir hatten keine langen Pausen zwischendurch. Wir mussten immer direkt weiter zum nächsten Einsatz. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, wie es in dieser Folge wird. Und vor allem die Einsätze letzte Folge, die waren fast alle ungewöhnlich. Also das waren Einsätze, die jetzt nicht irgendwie jede Folge da kommen. So, Morgenbesprechung vorbei. Wir gehen mit unserem schlendernden Hans-Kevin wieder runter. Und ich habe noch vom letzten Mal ein Laberthema, was mich doch sehr aufregt. Nämlich die Google Plus Integration in YouTube bzw. YouTubes Integration in Google Plus. Also es ist ja schon seit längerem so, dass YouTube immer mehr so auf Google Plus abgetrimmt wird mit dem One-Channel-Design und so. Dann wurde man beim Anmelden immer gefragt, ob man sein Konto nicht mit Google Plus verknüpfen möchte. Und jetzt ist es sogar schon so weit gekommen, dass man keine Kommentare mehr schreiben kann, wenn man sein Konto nicht mit Google Plus verknüpft. Ja, und so eine Verknüpfung mit Google Plus hat zwar Vorteile für Kanäle, die im Videobereich aktiv sind, wie den unseren auch, ne? Das Ganze wird dann nochmal auf Google Plus gepostet. Aber es hat Nachteile für diejenigen, die einfach auf YouTube unterwegs sind, um zu kommentieren, um positiv zu bewerten. Weil wer will schon, dass jedes Video, was er sich anguckt auf YouTube, dann auf Google Plus öffentlich gepostet wird? Ich meine, das ist wie wenn man sein Konto mit Facebook verknüpft. Das ist genau die gleiche Scheiße. Das will doch niemand. Oh, wir haben zu wenig Tank und zu wenig Wasser. Boah. Und da haben wir auch schon direkt den ersten Einsatz. Sieht mir schwer nach einem Gangway-Brand aus. Bin mir aber nicht sicher. Und was ist es? Ein Fahrwerksbrand. So, ich fahre mal ein Stückchen zurück. Hinterher fährt er wieder los und das Problem, die ganze Chose, kennen wir ja schon. Den Folgeschaden davon, ne? So, jetzt mal gucken, ob die Löschkanone so weit kommt. Ja, natürlich kommt die so weit. Und? So, jetzt gelöscht, oder? Ja, ach, wir haben gar nicht F gedrückt, um den Einsatz zu bestätigen. Na dann. Also, wie gesagt, also eine solche Scheiße. Ich meine, die Behindertenspasten von Google, ich könnte die jetzt als bekifft bezeichnen, mache ich aber nicht, weil der Grund dahinter ist ja, liegt ja auf der Hand. Ja, Google Plus ist gefloppt. Ihr scheiß soziales Netzwerk, weil es gibt halt Facebook, das ist Google Plus deutlich über. Und jetzt versuchen die halt zwanghaft ihr Kack soziales Netzwerk da zu etablieren, diesen schlechten Abklatsch, ja. Ich meine, sowas braucht man nicht. Das ist. Ja, die sehen, auf YouTube gibt es ganz viele User, die könnten wir doch alle zwanghaft bei Google Plus integrieren. Macht ja nichts. Ich meine, einigen macht's eh nichts aus. Aber gut. Aber man merkt doch, es sind viele dagegen. Also, es gibt nämlich schon Petitionen dagegen. Allein die deutsche Petition hat irgendwie 17.000 Unterzeichner. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine amerikanische Petition mit 75.000 Unterstützern. Also man sieht schon, das führt zu Ärger. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten. Also es ist auch ein Unding eigentlich, ja. Ich meine, wo bleibt dann die Anonymität auf YouTube, die man doch früher genossen hat? Nicht nur als Hater, sondern auch allgemein als Community-Mitglied. Ja, ich will nicht, dass jedes Video, was ich mir angucke, da öffentlich gepostet wird. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie Pornos gucke auf YouTube. Das geht ja auch gar nicht. Da gibt's nix. Ich meine, wer will das schon?
dass da irgendwie jedes Video sich angeguckt wird, was. Also, es ist auf jeden Fall eine ziemliche Scheiße, die Google da verzapft hat. Und ich glaube, ich habe so eine Vermutung, dass Google Plus, beziehungsweise, nee, nicht Google Plus, also, dass Google ein Interesse daran hat, YouTube als zweitgrößte Suchmaschine auszubooten, beziehungsweise, auszuboten, beziehungsweise auszuradieren, zu eliminieren, weil es dann ja doch irgendwo eine Gefahr für die Suchmaschine Google ist. Die wollen natürlich, dass nur ihre Suchmaschine genutzt wird, die eigene, auch wenn ihnen YouTube schon gehört, wollen sie die zweitgrößte ausradieren und dann wahrscheinlich, dass das alles zu Google Plus wird. Also YouTube wird komplett eingestampft und komplett wird das dann zu Google Plus. Hört sich natürlich sehr erschreckend an, ist ein erschreckender Scheißplan. Muss ich auch ehrlich sagen. Also hier hat Google richtige Scheiße verzapft. Was meint ihr denn so zu diesem, zu der ganzen Situation Google Plus? Sagt ihr, ja, das stört mich auch, ich habe auch keinen Bock, dass ich jetzt auf Google Plus bin, einfach so, auf dieses scheiß Google-Netzwerk will ich nicht? Oder sagt ihr, och, Google Plus hatte ich schon vorher, ändert sich doch nichts. Also schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich werden das eh nur zwei Leute sein, egal. So. Und wenn nicht, na, obwohl, man kann das ja schlecht schreiben. Also es gibt ja auch Leute, zu denen gehöre ich, die weigern sich, die können jetzt so lange keine Kommentare schreiben. Ich nehme das jetzt auch erstmal so hin, dass ich keine Kommentare schreiben kann, weil ich will einfach kein Google Plus haben, ja. Also jetzt nicht auf diesem Channel, aber zum Beispiel auf meinem privaten YouTube-Account, da sage ich dann, nee, ist nicht. Ne, also so kriegen die mich nicht zu Google Plus, ganz sicher nicht, kleinen Sackärsche. Richtige kleine Schlitzis sind das. Sollte man alle samt mal irgendwo in den Sack stecken und mit dem Knüppel draufhauen. Oh, oh. Oh, reicht die Löschkanone überhaupt? Naja, wir probieren es mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, ich glaube, wir schalten lieber Löschkanone Nummer 2 an. Das kommt dann doch besser. Hallo, Löschkanone 2. Geht das irgendwie? Jawohl, da haben wir sie. Und zack, da ist das Feuerchen auch schon gelöscht. Also ich könnte mich jetzt noch 1000 Mal wiederholen und mich 1000 Mal darüber aufregen, ja. Also das mit Google ist Mist, ganz, ganz große Scheiße. Ich meine, warum macht man sowas? Na klar, aus Geldgier, damit man das gefloppte Netzwerk noch irgendwie retten kann oder verzweifelt zu retten versucht. Ich hasse es ja, wenn man sowas macht. Wenn man verzweifelt versucht, durch Zwang noch irgendwie ein Produkt aufzuhalten den Leuten. Das ist einfach Mist. Kenne ich auch noch genug andere Beispiele für, zähle ich jetzt allerdings hier nicht auf. Das würde viel zu lang werden. So. Treibstoff haben wir, denke ich mal, genug. Wasser auch. Heute hatten wir ja auch schon 2 Einsätze, oder? In dieser Folge. Weiß ich, 1, 2. Ja doch, das. Warum schalte ich jetzt Blaulicht und Sirene an? Wir sind noch nicht mal im Einsatz, ey. Naja, egal. Also es ist auf jeden Fall ein heißes Thema. So. Jetzt ist mal wieder eine längere Flaute nach den direkt hintereinander kommenden Einsätzen. Du, 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 du.
So. Ich habe kein Laberthema mehr. Ich weiß jetzt nicht, was ich zu der Google-Affäre noch sagen soll. Ich könnte mich jetzt noch tausendmal aufregen. Ich könnte tausendmal gegen die Wand sagen und fuck you Google sagen. Habe ich tausendmal gegen die Wand sagen gesagt. Ich meine natürlich tausendmal gegen die Wand fahren und fuck you Google sagen. Obwohl, wollen wir das mal, wollen wir das nicht mal machen? Na, obwohl, wir machen es mal auf diese Weise. Fuck you Google! So. Haben wir ein Zeichen gesetzt, denke ich mal. Ne? Was wir davon halten, von der Google Plus Integration, beziehungsweise was ich davon halte, was ihr davon haltet, weiß ich nicht. So. An der Herkules bleibe ich nicht nochmal hängen. Ganz bestimmt nicht. Bin ich auch vorletzte Folge oder so wieder mit dem Löschgehänge hängen geblieben. Da oben dran. Ein Unding ist das, ein Unding. So, jetzt könnte aber zum Abschluss doch nochmal ein Einsatz reinkommen, finde ich. Boah, wie aufs Stichwort. Ah, da ist er wieder. Der Tonbug. Also nur mit Blaulicht. Geht ja auch, ne? Oh, fuck. Beinahe wären wir wieder in so ein Jet reingeflogen. Ich sollte wirklich mal aufpassen. Vielleicht sollte ich auch mal zu so einem Vorschriftslutscher werden und dann auf den vorgeschriebenen Wegen fahren. Und du fährst mir nicht in die Quere, du. Du Kackding. Was brennt denn überhaupt? Oh, Leute. Na super, ein Baumbrand, ey. Habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Die lassen sich echt super löschen. Nicht. Naja, trotzdem fahren wir Rosenbauer-Pult aus. Nehmen uns mal die Löschkanone Nummer 2. Die ist, denke ich mal, am besten geeignet dafür. Hoffe ich zumindest. So, kommen wir auch an die oberen Sachen daran. Na? Jetzt geht's aber mitten durch, oder? Komm. Nicht? Na gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, wir fahren das Rosenbauerpult ein und fahren nochmal von der anderen Seite an den Baum heran. Da muss man sich dann doch schon rantasten. Und das Auto hier mal fleißig rummanövrieren. So, jetzt aber Rosenbauerpult und Löschkanone Nummer 2. Genug Wasser haben wir ja. Na? Na komm. Die Feuerchen schaffst du doch wohl noch. Nicht? Na, dann würde ich sagen, fahren wir noch ein Stückchen näher ran. Schalten nochmal die Löschkanone ein. Na komm. Sag mal, willst du mich verarschen? Brauche ich hier Löschkanone Nummer 3 oder was? Na gut, dann probieren wir es halt mit Löschkanone Nummer 3. Oh, ich glaube, die kommt sogar höher. Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Ja. Komm. Na, willst du wohl... Willst du wohl das letzte Flämmchen da noch auslöschen? Komm. Los. So, probieren wir es nochmal von hier. Vielleicht schafft's das gute Stück von hier. Na los jetzt, die letzten Flämmchen da oben. Komm. Oh Mann. Man muss den Löschwinkel echt... So, also aus der Richtung ist es, denke ich mal, der richtige Löschwinkel. Aber es muss noch höher.
Und wir sind mal wieder längst überfällig, was das Schichtende angeht. Ich würde sagen, ich fahre mal ein Stückchen drauf zu. Und dann schalte ich die Löschkanone Nummer 3 nochmal ein. Auf Maximalsthöhe. So, Winkel stimmt. Soll ich etwa noch näher ran oder was? Naja. Also ich würde sagen, wir beenden die Folge hier jetzt schon, sonst wird das Ganze wieder zu sehr in die Länge gezogen. Und ihr wisst ja, ich hasse lange Uploads. Deshalb sage ich an dieser Stelle schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hans-Kevin rettet den Flughafen. Bis dahin.